Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Ich habe letztens auf meinem Instagram-Profil ganz viel zu lokalen Präpositionen gepostet, ganz viele Videos gedreht. Dabei habe ich gemerkt, dass es immer noch viele Fragen dazu gibt. Deshalb gibt es heute ein größeres Video zu diesem Thema hier auf meinem YouTube-Kanal. Lass uns beginnen! In meinem letzten Video zu lokalen Präpositionen haben wir über drei mögliche Fragen bei lokalen Präpositionen gesprochen. Über die Frage wo, woher und wohin. Wo, woher und wohin. Heute möchte ich nur auf die Frage wohin eingehen. Wohin und die möglichen Präpositionen. Normalerweise ist die Frage wohin eine Akkusativfrage. Wohin immer mit Akkusativ. Aber nicht, wenn man die Präpositionen außer mit nach und zu. Nach und zu sind immer mit Dativ. Okay, ich möchte nicht allzu lange sprechen, deshalb beginnen wir mit der ersten Präposition. Mit der Präposition nach. Wir schreiben direkt eine Frage zu nach. Wohin fliegst du? Wohin fliegst du? Die Antwortmöglichkeiten sind nach Spanien, nach Madrid oder nach Hause. Nach Hause. Nach Spanien, nach Madrid, nach Hause. Also für Länder und Städte. Für Länder, Städte und nach Hause. Benutzen wir die Präposition nach. Ich fliege nach Spanien, ich fliege nach Deutschland, ich fliege nach Berlin. Oder ich fahre nach Hause. Achtung, wenn die Länder feminin, maskulin oder plural sind, benutzen wir die Präposition in. In. Die gleiche Frage. Wohin fliegst du? Und mögliche Antworten sind in die Schweiz oder in den Sudan oder in die Niederlande. Also für Länder, die maskulin, feminin oder plural sind. Maskulin, feminin. Oder Plural. Benutzen wir die Präposition in. Länder, die feminin sind, enden meistens oder häufig auf I. Zum Beispiel die Türkei, die Slowakei, die Mongolei. Also, wenn du sagst, ich fliege in die Türkei oder ich fliege in die Slowakei. Auch wenn du in dem Namen das Wort Republik hast, ist das feminin. Die Bundesrepublik, Deutschland. Deutschland alleine benutzt du ohne Artikel. Wenn du das Wort Republik verwendest, dann sagst du die Bundesrepublik. Die Bundesrepublik Deutschland. Das gleiche die Tschechische Republik. Ich fliege nach Tschechien, aber ich fliege in die Tschechische Republik. Republik. Auch die Länder wie die Schweiz und die Ukraine sind feminin. Maskulin sind die Länder der Iran, der Irak, der Kosovo, der Libanon, der Sudan. Diese Länder musst du einfach auswendig lernen. Das ist ganz wichtig. Es gibt nicht so viele Regeln dafür. Du musst sie auswendig lernen. Und im Plural sind die Länder die Niederlande, die USA oder die Vereinigten Staaten und die Arabischen Emirate. Das Gleiche, ich fliege in die Niederlande, ich fliege in die USA. Nicht nach.
Zu der Präposition in können wir auch eine andere Frage stellen. Wohin gehst du? Nicht fliegst, sondern wohin gehst du? Wohin gehst du? Und du sagst zum Beispiel, ich gehe ins Bad oder ins Wohnzimmer oder ins Büro. In das Bad. Also ins Bad. Oder in das Büro. Ins Büro. Ins Büro. Hier, das sind die Räume. Räume. Wenn du über Räume sprichst, benutzt du auch die Präposition in. Ich gehe ins Wohnzimmer, ich gehe ins Büro, ich gehe in die Bibliothek oder ich gehe in die Schule rein, in die Schule rein oder in den Supermarkt, wenn du in das Gebäude reingehst. Okay, ich bereite die Tafel vor. Wir sprechen gleich über die Präposition zu. Okay, es geht weiter. Wir sprechen jetzt über die Präposition zu. Zu benutzen wir am häufigsten, wenn wir auf die Frage wohin antworten. Okay, wohin gehst du? Wohin gehst du? Und wir haben unterschiedliche Antwortmöglichkeiten. Ich gehe zu meiner Mutter. Ich gehe zu meiner Mutter. Ich gehe zu Rewe. Und ich gehe zum Sport. In diesem Fall haben wir drei Regeln. Personen, Firmen, Aktivitäten. Personen, Firmen, Aktivitäten. Bei Personen, Firmen und Aktivitäten benutzen wir die Präposition zu. Personen, Firmen, Aktivitäten. Hier sind noch ein paar Beispiele. Ich gehe zum Arzt. Personen. Ich gehe zum Arzt. Oder ich gehe zu meinem Chef. Oder ich gehe zu IKEA. Ich gehe zu Aldi. Das sind alles Firmennamen. Das benutzt man nur mit der Präposition zu, nie mit nach. Also nach IKEA ist falsch. Wir sagen, ich gehe zu IKEA, ich gehe zu Aldi, ich gehe zu Rewe und so weiter. Und ein anderes Beispiel. Maria geht zur Schule. Schule ist Lernen. Lernen, Aktivität. Lernen, Aktivität. Wenn du sagst, Maria geht in die Schule. Maria geht in die Schule bedeutet, hier ist die Schule, hier ist Maria. Sie geht rein in die Schule, inside, ja? Sie geht in die Schule rein. Zur Schule, sie geht zum Lernen, sie geht zur Schule. Sie geht in die Schule, hier meinst du Räume. Räume. Schule als ein Raum, Räume. Hier Schule als Lernen, Aktivität. Hier Schule als Raum. Das gleiche Prinzip benutzen wir. Maria geht zum Supermarkt oder in den Supermarkt. In den Supermarkt. Hier ist Supermarkt. Hier ist wieder Maria. Und sie geht rein. Räume. In diesem Fall, Supermarkt ist eine Aktivität. Supermarkt
Einkaufen. Aktivität. Supermarkt als eine Aktivität, einkaufen. Deshalb zum und hier, wenn sie in ein Gebäude geht, dann sagt man in den Supermarkt. Wir hatten auf Instagram noch ein Beispiel mit dem Wort Prüfung, die Prüfung. Und meine Tafel ist zu klein. Die Prüfung. Hier können wir auch sagen, ich gehe zu Prüfung oder in die Prüfung. Zur Prüfung und in die Prüfung. Prüfung ist sowohl eine Aktivität als auch ein Raum, weil wir eine Prüfung normalerweise in einem Raum schreiben, ja? In einer Schule oder in einem anderen Gebäude. Das ist dann ein Raum, deshalb in die Prüfung. Es hängt sehr oft von dem Kontext ab. Versuche dir, diese ganzen Sachen vorzustellen. Ja? Imagine the situation. Versuche dir, diese Sachen vorzustellen. Personen. Gehe ich zu einer Person? Gehe ich zu einer Firma? Oder mache ich eine Aktivität? Dann hast du immer zu. Wenn du über Räume sprichst, Zimmer, ich gehe ins Wohnzimmer, ich gehe ins Schlafzimmer, ins Bad, immer ins. Oder ich gehe ins Büro, ich gehe, anderes Beispiel, es ist so kalt, lass uns ins Haus gehen, inside, ins Haus. Okay, wir haben noch zwei Präpositionen zu besprechen, auf und an. Machen wir gleich. Okay, die nächste Präposition ist an. An. Wir schreiben direkt eine Frage. Wohin gehst du? Wohin gehst du? Und dann haben wir ein paar Antwortmöglichkeiten. Ich gehe an die Haltestelle. Ich gehe an den Strand. Ich gehe an die Bahnstation. Wir können auch noch mit fahren machen. Ich fahre an den oder ich fahre an den See. Hier kannst du sehen, Strand und See haben Kontakt zu Wasser. Also Kontakt zum Wasser. Strand und Bodensee haben Kontakt zum Wasser. Und Haltestelle und Station, das sind die Wörter, die du dir merken solltest. Einfach auswendig merken. Stelle und Station. Wenn du über Stelle oder Station sprichst, dann benutzt du an. Und bei Wasser, Kontakt mit Wasser, auch das gleiche mit dem Wort Fluss zum Beispiel. Wenn du sagst, wo bist du? Ich bin am Main oder am Fluss spazieren. Wenn wir nicht die Frage wohin, sondern wo haben. Wo am? An dem Fluss. Also an benutzen wir immer mit Wasser, Meer, Ozean, Strand, Fluss, die See, der See. Bei allen Wassersachen benutzen wir die Präposition an. Und die letzte Präposition für heute ist auf. Die Präposition auf. Also, wieder die gleiche Frage. Wohin gehst du? Und die Antwort ist ich gehe auf den Fußballplatz oder auf den Kinderspielplatz. Ich gehe auf die Wiese oder ich gehe auf den Berg. Hier haben wir das Wort Platz.
Spielplatz, Fußballplatz. Platz ist immer mit auf. Wie hier Stelle und Station immer mit an, Platz immer mit auf. Also Platz plus Orte, die eben wie Wiese oder offen sind, und Orte, die höher sind. Orte, die höher sind. Zum Beispiel, wir haben einen Turm. Ja, keine Ahnung. Ich kann nicht so gut malen, Leute. Aber wir haben ein Hochhaus, einen Turm. Und man sagt, hier ist unsere Lisa oder Maria. Und sie möchte hierhin. Dann sagt sie, ich gehe auf den Turm, auf die Aussichtsplattform zum Beispiel. Also ich gehe auf. Also Orte, die höher sind. Darauf. Auf den Berg, auf den Turm. Wenn sie hier reingeht und da zum Beispiel ein Büro hat, dann sagt sie, ich gehe ins Büro. Ich gehe in den Turm rein. Ja? Oder ich gehe in das Hochhaus rein. Wenn du reingehst in das Gebäude, dann kannst du auch sagen in. Aber wenn du hier darauf fährst mit einem Aufzug oder zu Fuß, dann sagst du auf. Das gleiche zum Beispiel mit dem Wort Kirche. Ich gehe in die Kirche rein. Ich gehe in die Kirche, aber ich gehe auf die Kirche. Zum Beispiel auf die Aussichtsplattform. Also ich gehe auf die Kirche. Verstanden? Falls du gerade noch Fragen zu diesem Thema hast, lass mir deine Frage unten in den Kommentaren. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Wörter nennen, die man immer mit der Präposition in benutzt. In plus. In benutzen wir immer mit den Wörtern Wald, ich. Gehe, wohin, in den Wald. Okay, der Wald, der Park. Das gleiche, ich gehe in den Park. Garten, der Garten. Ich gehe in den Garten. Das Schwimmbad. Ich gehe ins Schwimmbad. Und das letzte Wort ist die Berge im Plural. Die Berge. Ich gehe oder ich fahre in die Berge. Das gleiche, ich fahre in die Alpen, in die Berge, in die Alpen. Wald, Park, Garten, Schwimmbad, Berge. Bei diesen Wörtern, bei diesen Nomen benutzen wir immer die Präposition in. Das gleiche mit der Frage wo. Wo plus Dativ. Wo bist du? Nicht wohin, sondern wo. Ich bin im Wald, im Park, im Garten, im Schwimmbad, in den Bergen. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt jetzt lokale Präpositionen perfekt verstanden. Ich habe versucht, alles ganz detailliert mit vielen Beispielen zu erklären. Falls ihr immer noch Fragen habt, schreibt mir bitte eure Fragen unten in den Kommentaren. Außerdem könnt ihr auch gerne ein paar Beispiele mit diesen Präpositionen schreiben. Wenn ihr ein paar Beispiele schreibt, dann kann ich diese Beispiele korrigieren und euch ein kleines Feedback geben. Ich poste jeden Tag ein kleines Video auf meinem Instagram-Profil und auf meinem TikTok-Account. Falls du jeden Tag Deutsch lernen, verschiedene Quizzes machen, neue Themen lernen oder andere Themen wiederholen möchtest, dann abonniere mich auf Instagram und TikTok. Es gibt wirklich viele Insights jeden Tag auf meinen anderen Social Media Kanälen. Dieses Video zu liken, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns bald in meinem nächsten Video. Falls ihr irgendwelche Wünsche zu meinen nächsten Videos habt, dann könnt ihr diese auch unten in den Kommentaren äußern. Schönen Tag euch allen und bis bald!